Das Leben ist toll, aber einen Farbklecks in deinen Alltag zu bringen, kann sehr aufregend wirken. Um dir dabei zu helfen, genau das zu machen. Ziemlich cool, oder? Dieses Ding zu poppen ist wirklich befriedigend. Wie wär's, wenn ihr das zeichnet? Ich liebe Poppets. Okay. Jen wählt die bunte Variante. Aber ich werde noch kreativer als das. Ich leih mir den mal kurz aus. Zuerst legst du etwas Klebeband so aus. Dann machst du solche Farbkleckse. Nimm dann einen Kamm, um ein lustiges Muster zu machen. Der bringt die Farben sehr gut zusammen. Viel interessanter als Pinselstriche. Und wenn du das Tape abziehst, hast du saubere Linien. Siehst du, was ich meine? Wow, das hat wirklich funktioniert. Mein Kamm, was hast du mit ihm gemacht? Das ist meiner. Sorry. Kein Respekt. Süßes Friedensangebot? Nein, glaube ich nicht. Warte mal. Okay. Gib sie her. Das könnte interessant werden. Lila, mein Favorit. Du gehst an die Spitze. Damit erwecke ich es wirklich zum Leben. Und es sieht aus wie ein Poppet. Nice. Zeigt sie uns. Hier. Das ist dir abgefahren. Aber Jennifer's. Wirklich spektakulär. Und die Gewinnerin? Wow, ich wusste nicht, dass es Poppetregen gibt. Oh, der heutige Kunstunterricht ist so langweilig. Ja, wir malen Äpfel. Wie aufregend. Ach, mal sehen. Was macht Jake denn da mit seinem Bleistift? Was für eine Art von Skizzenzauberei wird das denn? Oh, ich glaube, er misst die Größe. Na, das kann ich auch. Hey, oh, das hat total funktioniert. Noch ein bisschen schattieren und ein paar Linien. Hier. Oh, ja, das ist nicht schön. Wie ist Jake's geworden? Oh, der ist ja ein moderner Cézanne. Meine sieht aus, als hätte ihn eine Fünftklässlerin gemalt. Oh, das kann ich unmöglich abgeben. Ich werde nie gut zeichnen können. Hey, ich habe ja diese Gummibänder. Oh, ich bin genial. Nimm deinen Bleistift und setze senkrecht deinen zweiten an. Dann nimmst du dein Gummiband, legst es über die beiden Stifte und wickelst das Ganze herum, bis es schön festsitzt. Mach das gleich auf der anderen Seite. Probier's mal aus. Lass es uns nochmal versuchen, okay? Kann ich das mal schnell haben? Danke dir. Wenn du mit einem Stift nachziehst, wird der untere genau das Bild zeichnen. Ziemlich cool, oder? Wow. Ja, mach mal lieber schnell die Landebahn zu, Jake. Zeit, eure Meisterwerke abzugeben. Meinst du es wirklich gut, Herr Lehrer? Was für eine kleine Betrügerin. Hey, pass doch auf. Sorry, kannst du es mal lesen? Ah, ja, denke schon. Oh, das kann ich ja kaum fassen. Hey, fang! Ich krieg's nicht. Es entkommt mir. Wir tauschen Notizen aus, ha? Huh? Das gehört jetzt mir. Nun wird Kevin nie erfahren, dass ich ihn liebe. Aber vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Seht ihr dieses normale Notizbuch? Es wird gleich zu einem geheimen Nachrichtenübermittler. Keine Sorge, es gibt einen Grund für all diese Farben. Aber zuerst beklebe ich alles. Sobald das Klebeband drauf ist, kannst du die schwarze Farbe auftragen. Verwende eine Rolle oder einen Pinsel. Achte nur darauf, dass sie schön dick aufgetragen wird.
Fast fertig. Sobald sie getrocknet ist, ritzt du mit einer Spitze ein, was du schreiben möchtest. In diesem Fall eine Liebesbotschaft. So hübsch. Kevin! Danke, aber wozu brauche ich das? Hä? Schau doch mal auf die Vorderseite, Dummerchen. Sie liebt mich? Na, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mein Herz klopft wie verrückt. Hier hast du dein Notizbuch zurück. Hey! Was? Das ist nur mein Notizbuch. Sehen Sie? Ich denke, das ist okay. Puh, das war knapp. Ich mal für mein Leben gerne. Mom, ich habe ein Auto gemalt. Ich brauche mehr Blätter. Oh, okay, Schatz. Hier hast du noch mehr. Ich glaube, ich mal eine lila Sonne. Ich brauche mehr Blätter, Mom. Du bist so produktiv. Okay. Hier hast du's. Oh, die Blätter sind alle. Sorry, Schatz, kein Zeichenpapier mehr da. Oh, nein, nicht weinen. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß, was ich tun kann. Ich brauche dieses Stück Pappe. Und jetzt ein paar Zeichnungen drauf. Sein künstlerisches Talent muss er von mir haben. Alles klar, die Bilder sind fertig. Und jetzt laminiere ich das mit Klebeband. Fertig. Und jetzt falte ich alles zusammen. Hey, Schatz, schau mal, was ich habe. Möchtest du diese Schildkröte ausmalen? Siehst du? Einfach so. Aber du kannst sie so oft ausmalen, wie du willst. Wow, oder? Spitze, gib her, gib her! Ich mal das Pferdchen hier aus. Guck dir mal diesen Laden an. Die haben ein paar echt süße Sachen. Nicht im Ernst, diese Designertasche. Oh mein Gott! Schau dir diese Handtasche an, sie ist traumhaft. Oh nein, tust du nicht. Los geht's. Sie gehört mir. Ach ja, gib sie mir. Ich habe sie zuerst gesehen, okay? Jetzt ist es meine. Bis bald. Das war so unfair. Komm, wir gehen. Aber ich will dieses Lego-Spiel haben. Warte, lass mich das mal sehen. Ich denke, damit kann ich arbeiten. Komm schon. Beginne mit so einem Boden. Baue dann Steine darauf, eine nach dem anderen. Alle in unterschiedlichen Farben. Mach dann noch weitere Formen. Jetzt fügen wir sie zusammen. Wie eine Handtasche. Siehst du die Stücke? Benutze Heißkleber an den Ecken und klebe es an ein langes Filzstück. So kann man beide Stücke biegen. Genau so, siehst du? So lässt sich die Handtasche verschließen. Und vergiss nicht die Kette. Es passt genau in die Legos. Und fertig. Woher ist diese unglaubliche Handtasche? Ich habe so eine noch nie gesehen. Es ist die Frau aus dem Laden. Denkst du, sie tauscht mit mir? In your face, my friend. Für manche Menschen ist Lernen eine Kunst. Und es gibt viele lustige Möglichkeiten, das langweilige Lesen ein wenig interessanter zu gestalten. Ich habe meine Notizen immer unterstrichen und brauche natürlich nicht zu sagen, dass das ziemlich langweilig ist. Was für eine Art Marker ist das denn? Okay, ich bin dabei, dir etwas Wissen zu vermitteln, Sophia. Nimm einfach einen normalen gelben Textmarker wie diesen und sauge andere Farben direkt in die Spitze. Du kannst bis zu 3 verschiedene Farbtöne benutzen. Siehst du? Ganz einfach. Versuch's mal. Wow! Hey, das ist, als würde ein hübscher Regenbogen diesem langweiligen wissenschaftlichen Material Leben einhauchen. Ja, dieser Textmarker hat meinen traurigen kleinen Stift offiziell in den Hintern getreten. Lernen scheint plötzlich gar nicht mehr so blöd. Wow, schaut euch Bellas Konzentration an. Wenn man ein Stillleben malt, muss man wirklich konzentriert sein, um auf jedes einzelne Detail zu achten. Oh ja, dieses Ding wird auf jeden Fall kühlschranktürwürdig sein. Vielleicht sogar Bilderrahmenstatus. Naja, das ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann, ohne dass ich das ganze Teil umrande. Aber wenn ich es mir recht überlege, vielleicht dient diese Zeichnung eher als Übungsrunde.
Ja, wir werfen das einfach mal hier rüber. Oh nee, Bella, deine Farbe. Mensch, ich hätte wissen müssen, dass das passieren würde. Los, trockne schneller. Hey, ich frage mich, ob ich diesen Strohhalm benutzen kann. Oh, wenn ich da reinblase, trocknet es vielleicht. Wow, seht euch diese fantastischen Linien an. Oh, das sieht cool aus. Ja, das sieht cool aus. Sehe nur ich das so oder habe ich gerade das perfekte Bild eines Baumes geschaffen? Oh, und vielleicht sollte ich ein paar Blumen mit diesen Wattestäbchen hinzufügen. Wenn du mit einem Wattestäbchen Farbe auf die Äste deiner Bäume tupfst, bekommst du natürlich aussehende Blumen. Aber sei gewarnt, es kann ein paar Minuten dauern, also sei auf jeden Fall geduldig. Wow, wer hätte gedacht, dass so einfache Bewegungen ein so beeindruckendes Meisterwerk schaffen können? Das ist schön, Bella. Nun, ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Bin ich brillant oder was?